Die logischen Identitäten, wie wir sie hier sehen, lassen sich natürlich allesamt beweisen, dass sie auch stimmen. Dazu greifen wir uns mal ein Beispiel heraus, nämlich die Äquivalenz, die sich ja darstellen lässt als zwei Implikationen, und das beweisen wir dann mit Hilfe einer Wahrheitstafel. Wir werden zunächst die beiden Implikationen hier in den Klammern separat betrachten und da die entsprechenden Werte bestimmen und als letztes dann die Konjunktion dieser beiden ermittelten Wertpaare jeweils dann aufschreiben, und dann haben wir im Grunde auch schon das Ergebnis, an dem wir dann die Äquivalenz ablesen können. Nun, um das tun zu können, brauchen wir zunächst einmal eine Erinnerung daran, wie war eigentlich die Implikation definiert. Und ich notiere es mir einfach nochmal schnell, wenn ich hier ausgehe von diesen Wertpaaren 1, 0, 1, 1, so, und ich habe hier aus A folgt B, dann sah es ja so aus, dass wir hier aus was Falschem folgt, was Falsches ist 1, aus was Falschem folgt, was Wahrem ist 1, aus was Wahrem folgt, was Falsches ist 0, aus was Wahrem folgt, was Wahrem ist 1. So war das Ganze also definiert. Und das können wir jetzt machen an der linken Seite, nämlich mit dieser Klammer hier jeweils. Wir haben hier aus 0 folgt 0, daraus haben wir die 1. Das ist die Zeile, die wir ja hier auf der rechten Seite haben. Dann geht es weiter, dass wir aus einer 0 eine 1 haben, also das ist diese Zeile hier, also kommt als Ergebnis hier ebenfalls eine 1 hinein. Dann haben wir aus einer 1 folgt eine 0, das ist diese Zeile hier, also kommt dort insgesamt eine 0 an diese Stelle. Und als letztes aus 1 folgt 1, das ist diese Zeile, da brauchen wir also wieder eine 1 als letztes. Und damit haben wir diese linke Seite so erfüllt. Das war noch nicht sonderlich schwierig, denn dadurch, dass diese Werte ja mit der Anordnung hier übereinstimmten, haben wir also nichts anderes gemacht, als hier diese Werte dann jeweils zu übernehmen. Dasselbe machen wir jetzt auf der rechten Seite. Und auf der rechten Seite sieht es ja so aus, dass wir hier B und A vertauscht haben, also aus B folgt A. Und da müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen, denn wir müssen von links nach rechts lesen. Aus einer 0 folgt eine 0, also in diese Richtung lesen. Aus einer 0 folgt eine 0. Nun, das haben wir hier. Aus einer 0 folgt eine 0, das muss ich jetzt allerdings in diese Richtung lesen. Also kommt eine 1 in die entsprechende Stelle, nämlich dahin. Dann haben wir die nächste Zeile ja hier, aus einer 1 folgt eine 0, aus einer 1 folgt eine 0, das ist diese Zeile hier. Also muss dort eine 0 eingetragen werden, das machen wir auch, da ist die 0. Dann haben wir die nächste Zeile, aus einer 0 folgt eine 1, das ist diese Zeile hier. Also müssen wir dort eine 1 eintragen. Und wir haben die letzte Zeile, aus einer 1 folgt eine 1, das ist wiederum diese Zeile hier. Also machen wir auch das, da kommt wieder eine 1 hinein. Und dann haben wir jetzt also diese beiden einzelnen Teile ermittelt. Hier ist das für die linke Klammer, hier ist das für die rechte Klammer. Und jetzt müssen wir uns noch um die Konjunktion in der Mitte kümmern, also um das, was sich hier jeweils ergibt. Auch da brauchen wir zunächst einmal ein klein wenig Hilfe, denn wenn wir uns jetzt in Erinnerung rufen, wie war denn die, wie war die Konjunktion definiert, also A und B, dann war das hier eine andere Wahrheitstafel. Das sah dann so aus, dass ich überall Nullen habe. Nur dort ist eine 1, wo auch die beiden Aussagen jeweils eine 1 haben, und das wird sich jetzt mal so fortsetzen. Hier habe ich eine 1 und hier habe ich eine 1, das heißt, die Konjunktion davon ist eine 1. Dann habe ich hier eine 1 und da eine 0. Die Konjunktion davon ist also eine 0. Ich habe eine 0 und eine 1. Die Konjunktion davon ist eine 0. Ich habe eine 1 und eine 1. Die Konjunktion davon ist wiederum eine 1. Und damit habe ich jetzt hier in dieser Spalte die Konjunktion der beiden Klammern herbeigeführt. Und ich kann erkennen, dass diese beiden Spalten jetzt hier
übereinstimmen, dass wir hier dieselben Wertepaare haben, also 1 und 1, 0 und 0, 0 und 0, 1 und 1. Und dadurch, dass das so gegeben ist, dass hier die Übereinstimmung ist, haben wir mit Hilfe dieser Wahrheitstafel bewiesen, dass hier oben die Äquivalenz zwischen diesen beiden Formeln gilt.